Guten Morgen, liebe Camper. So, hier haben wir einen ganz nagelneuen Charisma. 920E. So. Hier kommt der Smart rein. Aber verschont mich mit den Kommentaren, dann bist du überladen. Bin ich überladen, fertig. Mit der Polizist. Ja, wie gesagt, das Auto ist nagelneu. Ein paar Kleinigkeiten, die. Ja, wie gesagt, das Auto ist nagelneu. Oh, hier ein schönes M4-Lenkrad. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt auch wirklich mal angenehm überrascht, was die hier abliefern, die Jungs, ne, vom Concorde. Mein lieber Herr Gesamtverein. Ne? Ich habe hier alles abgeklebt, wieder ein paar Kleinigkeiten. Ich habe sehr, sehr wenig Zeit. Guck mal, ich habe das Auto tiptop gestern übernommen vom Concorde. Hör mal, und noch eins, das Auto war vollgetankt. Ich sag an der Raststätte zum Florian, wir müssen jetzt tanken. Ja, scheiße, Auto war voll. Guck mal, wir mussten ja mal eben 500 Kilometer, wir wollten nach Hause. Guck mal, dann haben wir lecker gegessen im Auto. Und ich habe das Auto tiptop sauber übernommen vom Concorde. Ne? Wie gesagt, ey, Kinders. Voll getankt. Schon sowas hau mich vom Hocker. Ja, ist sehr, sehr gut ausgestattet. Und die ganze Verarbeitung, das ist schon ein klasse Ding. Ich kann ja noch nicht so viel sagen. Ich muss ja irgendwann erstmal mit dem Auto fahren. Hier, unbenutzt, alles nagelneu. Ja, so sieht das aus. Und weil wir ja auch unglaublich viele E-Mails kriegen. Wir stehen vor der Wahl, wir möchten uns ein Auto kaufen. Wenn irgendwas ist, da kann uns jeder anrufen. Oder wenn er mal irgendwas gucken möchte, dann kann ich mal in dem Auto rein. Das habe ich ja damals bei unserem anderen Liner, der am Hof steht, auch. Wenn einer kommt und will sich das Auto angucken und von mir aus mit mir mal fahren, ist alles gar kein Problem. Man muss natürlich immer auch wissen, was man kauft. Ne? Wenn man jetzt so ein 29G hat, dann ist vielleicht alles ein kleines bisschen weniger, aber gut, die Weiber haben immer was zu meckern. Ne? Das wissen wir. Ah, ein kleiner Schritt, das muss groß, brauche ich nie. Blaue Müll sagt, da kann ich mir noch sagen, du passt. Nein, die brauchen 1000 Millionen Schränke, die Frauen. Ne? Aber gut, hat er auch alles, aber nicht alles ein bisschen eingeschränkt, aber sonst, guck mal hier, das ist schon schick. Ich habe ja noch nichts ausgetestet hier. Ne? Und ja, wollen so ein paar Kleinigkeiten erstmal. Ich habe keine Zeit. Wir haben andere Sorgen hier. Die Bude platzt aus allen Nähten. Der Bau. Hier soll ein Kompressorkühlschrank rein. Habe ich ja immer, kennt euch ja alle von meinem Auto. Ich habe Kompressorkühlschrank schon seit 2003, glaube ich. Immer in den Autos einen Kompressorkühlschrank gehabt. Ne? Aber trotzdem, ey, guck mal, alles edel gemacht hier. Ne? Das ist schon. Auch hier die Verblendung, also das ist schon 100%, was die hier abliefern. Ne? Und ja, hier kommt das Ceran-Kochfeld rein. Ne? Und ja, so viel brauchst du nicht machen. Am Concorde brauchst du nicht viel umbauen. Das ist eigentlich langweilig, ne? Warum die alles so schön fertig machen. Ne? Gut, Ceran-Kochfeld mache ich rein. Wie gesagt, ein Kompressorkühlschrank, das ist mir einfach lieber. Und viele sind damit zufrieden, das ist alles nicht schlecht. Ne? Aber werden jetzt hier ein bisschen was verändern, aber alles nach und nach. Wie gesagt, ich habe keine Zeit. Eins habe ich heute schon gemacht, weil wir Mittag schon war. Weil ich bin ja immer. Schau mal, ich habe hier. Ja, muss das sauber machen. Ich habe hier den 32 Zoll Fernsehen gemacht. Ne, da war ein etwas kleinerer, war aber auch gut. Ne? Und ich habe den Fernseher oben liegen gehabt. Den habe ich ausgetauscht, aber viel mehr Zeit habe ich nicht. Mal mit Solar irgendwann. Ne? Erstmal geht der Betrieb vor. Da muss erstmal, hier muss laufen, weil wir sind, ich höre da vorne nur noch, geht nicht, können wir nicht. Und ich kann nicht jede Woche neue Leute einstellen. Wir haben schon einen Haufen Leute. Aber, Götz, der Concorde, ne? Wenn noch einer zu mir kommt oder mit mir fahren will oder was auch immer. Wir haben ja für alles laufen. Ich bin auch mit Kunden mit dem anderen Auto gefahren, wie wir den anderen Liner damals gekauft haben. Aber hier haut mich wirklich vieles vom Hocker. Ne? Ich habe Vergleiche. Ne? Das ist doch schon Licht aus. Okay, gut. So sieht das aus. Nagelneues Auto. Und
wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch und lasst ein Abo da für den Kanal. Wir werden über dieses Fahrzeug noch berichten.